Arbeitest du immer noch an deinem Newsletter für die Firma? Ja, eigentlich bin ich fertig, aber da gibt es immer noch ein paar kleinere Arbeiten, aber du kennst das ja. Ich habe jetzt also dieses schöne Bild im Internet gefunden und wollte das einfügen in die Aussendung. Aber jetzt hat man mir gesagt, dass ich das gar nicht verwenden darf für die firmeneigene Aussendung, weil es urheberrechtlich geschützt ist. Kennst du dich da näher aus? Ja, wir haben da auf der Uni etwas darüber gehört. Ich muss nachschauen, wie das nochmal war mit den Lizenzen. Grundsätzlich ist im deutschsprachigen Europa jedes Werk urheberrechtlich geschützt, also zum Beispiel ein Bild oder ein Textdokument. Der Urheberrechtsschutz ist immer gültig und dazu braucht keine besondere Maßnahme getroffen werden. Will jemand ein Werk verwenden, ist immer die Urheberin bzw. der Urheber schriftlich um Erlaubnis zu fragen. Wenn man nun als Urheberin oder Urheber ein Werk, zum Beispiel einen Text, ein Foto, im Internet teilen möchte und gleichzeitig möchte, dass es andere verwenden können, wäre es gut, die Nutzungsrechte bekannt zu geben. Dies kann zum Beispiel mit den sogenannten Creative Commons Lizenzen, Abkürzung CC, erfolgen. Man kann hierbei aus verschiedenen Modellen auswählen und gibt diese dann einfach bei seinem Werk hinzu. Folgende Typen stehen dabei zur Verfügung. Bei der CC BY-Lizenz will der Urheber, die Urheberin genannt werden, wenn man das Werk verwendet. Man kann aber sonst damit machen, was man will. Aber wesentlich ist die Nennung des Urhebers, der Urheberin. Die CC BY SA-Lizenz erweitert die Namensnennung und sagt aus, dass das neue Werk wiederum mit der gleichen Lizenz zu veröffentlichen ist, also auch mit der CC BY SA. Eine sehr bekannte Webseite, die Wikipedia, arbeitet so zum Beispiel mit diesem Lizenztyp. Dann gibt es noch die Erweiterungen ND und NC. ND bedeutet, dass man das Werk nicht verändern darf. NC bedeutet, dass man das Werk nicht kommerziell nutzen darf, also man darf damit kein Geld verdienen. Dann sieht diese Lizenzierung noch vor, dass man die Typen beliebig miteinander kombinieren kann, wie in einem Baukastensystem, zum Beispiel CC BY NC SA. Das würde bedeuten, keine kommerzielle Nutzung und das neue Werk muss auch unter die gleiche Lizenz gestellt werden. Eine weitere Lizenz ist CC 0, auch bekannt unter Public Domain. Man kann zwar in Österreich nicht vom Urheberrecht zurücktreten und daher streng genommen ein Werk nicht unter CC 0 stellen, aber es gibt ein Rechtsgutachten, welches grundsätzlich auch die Verwendung erlaubt. Ähnliche Lizenzen, nämlich Open Source und Closed Source, gibt es auch für Software. Sie legen die Konditionen fest, unter denen Software eingesetzt, erweitert und verbreitet werden darf. Eine Software, die Open Source ist, muss so bestimmte Bedingungen erfüllen: legale Weiterverbreitung, offener Code, Integration und Modifikation. So etwas wie das Share-alike, SA, bei den CC-Lizenzen gibt es auch bei den Open-Source-Lizenzen, das Copyleft. Wenn eine Copyleft-Open-Source-Software in einer neuen Software verwendet wird, wie auch immer, dann muss die neue Software genauso Open-Source sein. Und wer urheberrechtlich geschützte Software illegal herunterlädt, also Raubkopien macht, dem drohen hohe Strafen. Ah, also ist das, was ich gemacht habe, so etwas wie ein Plagiat? Nein, bei einem Plagiat geht es um die fälschliche Darstellung von geistigem Eigentum. Das ist zum Beispiel wichtig bei mir auf der Uni, bei meinen Arbeiten, dass ich nicht einfach die Texte von jemandem anderen verwende, ohne sie zu zitieren. Bei deinem Bild zum Beispiel klaust du es dem Eigentümer. Ah, verstehe. Ich habe jetzt ein Bild gefunden, das steht unter CC BY-Lizenz, dann werde ich das einfach für meinen Text verwenden. Wie war das nochmal mit dem Einfügen?